Hallo, ich habe mal wieder was für euch. Ich möchte euch jetzt zeigen, wie man in eScribe ein Bild einfügt. Ist eigentlich ganz simpel. Wenn ihr eScribe öffnet, mein eScribe sieht ein wenig anders aus als euers, weil das ist eine Alpha-Test-Version. Aber tut er jetzt nicht zur Sache. Ihr geht, so sieht das ja aus, wenn es gestartet wird. Ihr geht auf Thema, Theme Designer. Ich habe übrigens hier die Wallpaper leer gelassen, weil ich schwarze Hintergründe mag, und macht man keinen Wallpaper rein, ist automatisch der Hintergrund immer schwarz. So, wir brauchen jetzt ein Bild. Dazu kann man zum Beispiel bei KISS.png gehen, und ich habe jetzt mal einfach als Beispiel Web eingegeben, und dann kommen dann schöne Bilder. Hier ist halt der Vorteil, die Hintergründe sind transparent. Da müsst ihr das nicht nur anpassen. Ihr könnt natürlich auch irgendwelche von Steampipes, Vapor Giant, was weiß ich, runterladen, die Hintergründe transparent machen oder halt einen Hintergrund aussuchen, der zu eurem Wallpaper passt. Aber ich mache das lieber mit transparentem Hintergrund. So viel dazu. Manchmal habt ihr schon ein Bild hier drin. Manchmal aber auch nicht. Wenn ihr keins drin habt, so, ist jetzt leer, klicke ich auf Picture. Hau das hier rein und dann kann ich hier laden. Dann suche ich mir ein Bild aus. Ich nehme jetzt mal das habe ich jetzt von KISS.png runtergeladen. Jetzt seht ihr, das ist ja viel zu groß. Ihr könnt ja hier gar nichts verschieben. Dann geht ihr auf Action, Resize. So ein guter Wert sind so 75. Ist natürlich auch abhängig, ob das Bild rechteckig ist oder eine andere Formatierung hat. So, nun kann ich das verschieben. Seht ihr? Hier seht ihr, wenn ich verschiebe, einen Strich. Das zeigt an. Das macht das nicht. So, das bedeutet, das Bild ist mittig zentriert. Dann könnt ihr loslassen. Manchmal ist aber zum Beispiel von hier unten das höher. Dann könnt ihr ja das Bild nicht auf die Größe machen. Dann geht ihr einfach hin und tut das was tiefer. Machen wir mal so. Dann können wir das nämlich eventuell, da könnt ihr einfach rumprobieren. Das skaliert sehr gut. Machen wir mal auf 80. So, ein Ticken größer. Das sieht übrigens hier unschärfer aus, als es dann auf dem Screen ist. So, wenn ihr dies nun gemacht habt, klickt ihr auf Apply und rüberschicken zum DNA. Das dauert jetzt einen Moment. Ich dampf mal. Dum, 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 dum. Dum, 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 dum. Kann auch schöner. So, ist jetzt fertig. Und damit habt ihr das übertragen. Ich blende euch jetzt einen Screen ein, wie das auf dem Mod aussieht. Bum, 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 bum. So. So sieht das dann aus. Eigentlich eine ganz simple Sache, wenn man weiß, wie es geht. In diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute und nicht vergessen, don't give up, replay.